so. Und wir versuchen dann natürlich am Tage zu schlafen. Und wenn wir nachts nicht zum Schlafen kommen und dann lässt man uns auch nicht schlafen, so, und dann liegen wir eben 12, 13, 14 Stunden im Bett am Tag. Und versuchen irgendwie zu schlafen, weil man muss ein bisschen zur Ruhe kommen. Und das macht einen natürlich krank, wenn man gar keinen Schlaf hatte. Das soll uns ja nicht nochmal passieren, wie man uns denn einfach, wo wir nur beim Gericht nachgucken wollten, was los ist, nachgefragt haben. Meine Frau hat man total überfahren und mich hat man auch total überfahren. Ich habe mich gar nicht mit der Richterin unterhalten dürfen. Und die Richterin, die hat sich auch einfach mit meiner Frau unterhalten, entgegen allen Gesetzen. Ne? Also, wir wussten nichts davon, was da los war. Trotzdem werden wir dann einfach angesprochen, man hält sich an der, keine Gesetze und so. Und da haben wir, glaube ich, gerade 3 Stunden geschlafen und einen Tag davor, die Nacht ja auch nicht. Und so ein Risiko gehen wir jetzt einfach nicht ein. Also das ist ja so, die Behörden sind Paragrafenreiter. Sie schlafen da ja alle zwischen ihren Akten da, Sozialamt, Jobcenter und die anderen alle und wissen genau, was los ist. Und wir waren ja meistens woanders und wir haben fast gar keine Gesetzbücher mehr und schon sowieso schon viel zu alt. Und selbstverständlich kennen wir uns auch ein bisschen aus und so. Und man versucht uns einfach wieder zu überrumpeln, wie man es schon immer versucht hat. Genau. Und das geht natürlich gar nicht. Und das ist natürlich nur für uns gefährlich. Und man schreibt dann wieder irgendwas rein. Und wie gesagt, ich habe das auch mal gesagt, man mailt und telefoniert über uns in der ganzen Welt und reicht bestimmt Krankenakten und alles, Fotos und alles überall über uns rum. Und jeder weiß was. Nur wir wissen nicht genau, was wir für eine Krankheit haben. Nicht genau, wie schwer die Krankheiten sind oder so. Ich brauchte Blutwerte, ich brauchte andere Werte vom Körper und so, damit ich es genau einschätzen kann. Und wir haben das alles nicht mitbekommen. Beispielsweise, wenn man Lithium nimmt oder so, da hat man aber heftigste Körperreaktionen, die nun einige andere Krankheiten, die wir jetzt haben, aber total verdecken. Genau. Und so weiter und so fort. Wir haben immer weiter gekriegt und man hat uns immer schön reingehauen. Und dann hat man immer darauf gewartet, dass wir schön draufgehen in der Wohnung. Was meinen Sie, wie wir uns gequält haben danach? Weil wir nichts wussten, dass wir Medikamente gekriegt haben und so weiter und so fort. Und dann hat man natürlich gleich schön mit Heroin und so weiter gemacht. Weil, also ich nehme an, wir gelten ja auch voll, nicht nur medikamentenabhängig, sondern auch als drogensüchtig. Da bin ich aber total überzeugt von. Weil wir haben zwar damals der Polizei gesagt, wie sie 2005 kam und meine Frau verhaftet hat, die sie fragte, wozu denn die Spritzen sind da, was waren das, ich glaube, was war das? 20 Milliliter Spritzen waren das, glaube ich, ne? Die wir hatten, und zwar hat meine Frau damit immer genau die Dosis für den Dünger und so dosiert für die Pflanzen. Weil im Endeffekt ist es, besonders auch für die Orchideen, damit sie nicht zu viel, nicht zu wenig kriegen, weil im Endeffekt ist die Wissenschaftlerin, im Endeffekt ist die Spezialistin oder so, und dass wir da alles gar nicht stehen bei der Polizei. Das haben wir danach, sowas haben sie uns natürlich nie gefragt, weil wir dachten, das ist alles bekannt, aber das wird die Entschuldigung, ich habe hier einen Sekt weggepustet von meiner anderen Hand und das ist ja auch überall bekannt, dachten wir jedenfalls, aber das wird hier doch nirgendwo stehen. Das haben sie verschwiegen und wenn man die Spritzen sieht, man denkt doch nicht, dass, also vielleicht, also ich weiß nicht, wenn ein Drogensüchtiger sowas sagt, denkt man auch, der hat wieder gelogen. Aber es ist wirklich da und ich würde auch jeden raten, sich Spritzen aus der Apotheke zu kaufen, damit schön seinen Dünger zu dosieren und auch alle anderen Sachen schön zu dosieren. Ne? Also wenn sie dann doch mal Läuse hat und so, dass sie das dann auch schön dosieren hier. Am besten, sie nehmen das dann auch von der Chrysantheme, das haben wir auch immer genommen. Das ging für alle Pflanzen, auch für die wertvollen Pflanzen. Das hilft auch gut, dass sie das damit dosieren, aber da glaube ich heute gar nicht mehr dran. Dann hat die Polizei bloß geschrieben, dass bei uns schon die Spritzen rumliegen mit den Kanülen. Und wir haben sie natürlich nur zwischen den Blumen gehabt, weil wir es eben regelmäßig dosiert haben und die Pflanzen natürlich auch verschieden gekauft haben und natürlich genau Buch geführt haben. Und denn jede Pflanze natürlich, die haben wurden dann natürlich unterschiedlich gedüngt. Und brauchen ja auch unterschiedliche Düngemengen und so. Und dann war meine Frau natürlich fast jeden Tag mit der Spritze dabei. So, und dann lag die Spritze natürlich daneben, weil sie ständig benutzt hat. Und wir sind eigentlich sowieso kein Platz haben, wo wir das hinlegen sollen. Weil ich erinnere mal, wir haben ja keine Schränke. Da hat man ja aufgepasst, dass wir sowas nicht kriegen. Ja, es ist schon wieder so weit, dann kann ich auch weiter. Alles arbeitet weiter hinter unserem Rücken und wir wurden überall immer vorher angekündigt, wenn wir da hingehen oder wenn wir schon fast da waren, wurde vorher angerufen. Also jeder wusste genau, dass wir kommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.